Noch steht hier keine Mauer zwischen Polen und Belarus, aber die soll kommen. Denn der EU-Staat Polen will nicht zusehen, wie die Nachbardiktatur Belarus immer mehr Migranten aus Asien und Afrika an und auch über die 400 Kilometer lange Grenze bringt. Tausende Menschen sind inzwischen zwischen die Fronten eines perfiden politischen Machtkampfes geraten. Nach dramatischen Szenen am Montag hat die polnische Regierung nun den Grenzübergang Kuschnica am Dienstag geschlossen. Der Kontrollpunkt Kuschnica im Nordosten von Polen an der Grenze zu Belarus. Tausende Geflüchtete harren hier aus, lassen nichts unversucht, um irgendwie in die Europäische Union zu gelangen. Der Stacheldrahtzaun ist noch die kleinste Hürde. Auf der anderen Seite stehen mittlerweile zahlreiche polnische Soldaten, an denen weitaus schwerer vorbeizukommen ist. Die Kontrolleure an der polnischen Grenze weisen alle, die überhaupt so weit gekommen sind, zurück und fordern die Geflüchteten auf, nach Hause zu gehen. Aber dort gibt es nichts mehr, sagt dieser Iraker. Keine Jobs und wenn doch, dann mit winzigen Gehältern. Doch auch im Niemandsland an der belarussischen Grenze spitzt sich die Lage von Tag zu Tag zu. Die physische und psychische Lage der Menschen ist erschütternd. Es mangelt an Wasser und Lebensmitteln. Es gibt keine sanitären Einrichtungen. Die Europäische Union gibt dafür Belarus die Schuld. Machthaber Lukaschenko habe Migranten gezielt einfliegen und zur polnischen Grenze bringen lassen, um sie dort in die EU einzuschleusen. Lukaschenkos Rache für die Sanktionen des Westens. Die EU will die Geflüchteten auf keinen Fall einreisen lassen. Polens Ministerpräsident Morawiecki zu den Soldaten an der Ostgrenze der Europäischen Union. Ich danke Ihnen für Ihre Wachsamkeit und Ihre Bereitschaft zu handeln. Denn wir wissen nicht, was das Lukaschenko-Regime vorhat. Das ist die Realität. Die Realität der an der Grenze gestrandeten Menschen ist einfach zu beschreiben. Hunger, Kälte und katastrophale hygienische Verhältnisse entkräften sie täglich ein bisschen mehr. Und an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus ist unsere Europakorrespondentin Marina Strauß. Marina, Sie sind in dem Grenzort Kuschnica. Was können Sie uns berichten? Wir sind ja heute Nacht angekommen und hinter mir sehen Sie vielleicht, wenn es nicht dunkel ist, nicht zu dunkel ist, eine Straße, die eigentlich nach Belarus führt. Aber die wurde jetzt geblockt. Die Polizei hat uns hier aufgehalten, wie ganz viele andere Medienschaffende und auch ganz normal den normalen Grenzverkehr. Und wir kommen da nicht rein in diese Zone, in diese abgesperrte Zone. Und wir wissen deshalb auch nicht, wie es den Menschen auf der anderen Seite der Grenze geht in Belarus. Wir müssen da auf die polnische Regierung vertrauen, die immer wieder Videos postet auf Social Media. Die haben wir auch im Beitrag gesehen. Aber wir können eben nicht selber dahin gehen, um zu verifizieren, was tatsächlich da passiert. Aber ich habe mit Hilfsorganisationen gesprochen und mit Menschen vor Ort. Und die sagen natürlich, die Menschen frieren, die machen sich Feuer, versuchen irgendwie klarzukommen. Und es gibt natürlich auch einige Menschen, hier in den Wäldern von Polen, die versuchen weiterzukommen, die versuchen Asyl zu beantragen. Und Sie sehen es vielleicht, es ist sehr kalt hier gerade. Ich habe einige Jacken an, die Menschen vor Ort werden mit Sicherheit frieren hier im Wald. Der belarussische Staatschef Lukaschenko warnt Polen vor, ich zitiere, Provokationen. Wer provoziert denn wen? Aus Sicht der EU und dem Mitgliedstaat Polen ist es eindeutig klar, das ist Belarus. Und die reagieren praktisch auf Sanktionen, die die EU verhängt hat vor einiger Zeit. Und karren jetzt aus Sicht der EU tausende Migranten und Geflüchtete an die Grenze zu Polen mit Bussen und so weiter. Also aus Sicht der EU ist es eine klare Provokation der Belarussen. Die Polen haben natürlich hier aufgefahren. Es sind inzwischen 12.000 Männer und vielleicht auch Frauen, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall 12.000 Truppenangehörige hier vor Ort. Die Polizeipräsenz und die Armeepräsenz ist riesig. Ja, und auch den polnischen Grenzposten, die Sie gerade erwähnten, wird ja vorgeworfen, Migranten zurückzudrängen. Das sind sogenannte Pushbacks. Das verstößt gegen Völkerrecht, nicht aber gegen die neue polnische Gesetzgebung. Was sagt die Bevölkerung in Polen dazu?
Es gibt hier viele Menschen, vor allem hier in diesem Grenzgebiet, die helfen. Es gibt viele Menschen, die Sachen spenden, die Menschen auch bei sich aufnehmen. Also ist da schon eine große Hilfsbereitschaft da. Und man sieht ja auch die Bilder von den Frauen, die schwanger sind, von Kindern. Und das löst natürlich auch schon viel Mitgefühl aus. Aber es ist auf der anderen Seite denkt man schon auch, oder denken einige Polen, wir müssen unsere Grenze schützen und das ist ja auch die EU-Außengrenze, die hier geschützt werden muss, in Anführungszeichen. Und die Videos, die polnische Regierung auf Twitter oder auf Social Media verbreitet, die zeigen auch oft sehr wütende Migranten. Wir können, wie gesagt, nicht nachgucken, ob das wirklich so ist, aber das triggert natürlich einige Menschen hier. Jetzt hat der deutsche noch Innenminister Seehofer mehr europäische Unterstützung für Polen gefordert. Wie ist Ihr Eindruck? Braucht Polen Hilfe und wenn ja, welche? Die EU hat ja schon Unterstützung angeboten, und zwar Frontex-Soldaten hier an der Grenze zu stationieren, also die Grenzschutzbeamten. Das will Polen aber nicht. Und inzwischen hat die EU auch zugesagt, zum Beispiel, dass ein der zuständige Kommissar in die Herkunftsländer fährt demnächst, um dort mit den Regierungen vor Ort zu sprechen, um eben zu verhindern, dass die Menschen überhaupt nach Minsk, also nach Belarus kommen. Also es gibt schon Unterstützung von der EU, aber manche Unterstützung ist eben auch von Polen gar nicht gewünscht. Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen aus dem polnischen Grenzort Kuschnica, Marina Strauß. Über die Grenze in die EU, das ist das erste Ziel der Migranten. Aber viele würden dann auch gern weiter von Polen nach Deutschland ziehen, um in der Bundesrepublik Asyl zu bekommen. Unsere Reporter haben sich auf die Suche gemacht nach Menschen, die diesen Traum haben und ihm auch ein Stück näher gekommen sind. Es ist das Ende eines langen Weges. Der 31-jährige Aldo hat es trotz seiner Behinderung von Kamerun über die neue Migrationsroute über Belarus nach Brandenburg geschafft. Auf seiner Flucht musste er lange an der EU-Grenze ausharren, weil ihn der polnische Grenzschutz unrechtmäßig wieder nach Belarus brachte. Ich fing an, Asyl, Asyl zu schreien. Bitte helfen Sie uns. Wir können nicht dorthin zurückkehren. Wir sind seit 2 Tagen unterwegs. Wir sind stundenlang gelaufen. Wir sind müde. Wir wollen essen. Wir wollen Wasser. Sie sagten, nein, wir können nichts für euch tun. Wir bringen euch zurück an die Grenze. Beim zweiten Mal gelingt Aldo die Flucht. Aber für ihn und viele andere ist unklar, ob sie in Deutschland bleiben können. Über 8000 Menschen kamen dieses Jahr auf dem illegalen Weg von Belarus nach Deutschland. Der belarussische Machthaber Lukaschenko will so Druck auf Europa ausüben. Die Psychologin und Aktivistin Maria Czonczak ist überzeugt, die Geflüchteten sind zum Spielball der belarussischen, polnischen und der EU-Politik geworden. Täglich hört sie die Geschichten der Neuangekommenen. Es ist kalt, sehr kalt. 4 Tage lang hatten wir kein Wasser. Ich konnte kein Feuer machen, weil mich dann die Polizei sehen würde und mich zurück nach Belarus schicken würde. Viele von ihnen leiden nicht nur wegen der Erfahrungen, die sie in ihrem Heimatland machten, sondern auch wegen der traumatischen Erfahrung auf dem Weg nach Europa. Einschließlich der Erfahrung in Polen, Belarus und an der polnisch-belarussischen Grenze. Das erste Land in der EU, das die Flüchtlinge betreten, müsste den Asylantrag bearbeiten, also Polen oder Litauen. Doch die meisten Flüchtlinge wollen lieber weiter nach Deutschland. Ich glaube, dass Deutschland die Verantwortung des ersten sicheren Landes übernehmen sollte. Ja, das ist meine Meinung. Solange sich die Situation in Polen nicht ändert, solange es dort kein Gesetz gibt, welches ihre fundamentalen Menschenrechte sichert. Auch Aldo will in Deutschland bleiben. Hier hofft er, behandelt zu werden, damit er wieder laufen kann. Doch noch wohnt er in einem Erstaufnahmelager an der deutsch-polnischen Grenze und kann nichts anderes tun, als zu warten, wie es für ihn weitergehen soll.